Ich grüße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sarajevo liegt in einem Tal, umgeben von Bergen, in einer pittoresken Landschaft. Aber wer in die Stadt hineingeht, sieht überall Einschusslöcher, sogenannte Rosen von Sarajevo. Löcher auf dem Boden, die mit roter Farbe gefüllt sind, weil dort vier oder mehr Menschen von einer Bombe getötet wurden. Vor 30 Jahren begann nämlich die Belagerung der Stadt Sarajevo. Sie dauerte fast 4 Jahre, forderte über 11.000 Menschenleben sowie Zehntausende von Verletzten. Was ist aus dem Sehnsuchtsort, dem Vorzeigemodell Sarajevo geworden? Welche Rolle spielt die Religion in der Region? Und was können wir auch im Zusammenhang des Krieges in der Ukraine aus den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien lernen? Darüber spreche ich heute mit Melina Borczak, Journalistin und Filmemacherin, und dem Journalisten Enver Robelli. Herzlich willkommen. Danke. Ja, Frau Borczak, Sie kommen nun direkt aus Sarajevo zu uns, wo Sie gerade einen Dokumentarfilm drehen. Sarajevo, eine vom Krieg gezeichnete Stadt. Wie wird dort der Krieg in der Ukraine wahrgenommen? Also es ist so eine Balance. Also einerseits fällt es den Menschen sehr schwer. Sie werden retraumatisiert, wenn sie diese Bilder sehen. So geht es uns eigentlich bei allen Kriegen. Wir fühlen immer mit. Bei der Ukraine ist es noch mal spezifischer, weil die Architektur so ähnlich ist wie in Sarajevo. Bei manchen Bildern aus Kiew oder aus Mariupol denke ich mir, das sieht genauso aus wie meine Nachbarschaft. Und dann zu sehen, wie diese Gebäude, die so aussehen, als ob sie bei uns sind, bombardiert werden, und zu wissen, dass die Gebäude eigentlich das kleinste Problem sind, sondern die Menschen, die dort ihre Leben verlieren, das ist für uns sehr schwer. Andererseits ist es auch so ein bisschen bitter für uns, wenn wir sehen, wie viel Unterstützung die Ukraine bekommt. Wir sind natürlich absolut dafür und wir möchten auch unterstützen. Aber bei uns damals war nicht mal die Rede von Waffen liefern und so weiter, wie es bei der Ukraine gemacht wird. Im Gegenteil, bei uns gab es ein Waffenembargo. Wir durften nicht mal selbst Waffen irgendwie kaufen oder bekommen. Und das Hauptproblem daran ist, als Bosnien angegriffen wurde, es wurde angegriffen von der jugoslawischen Armee, welche die viertgrößte Militärmacht Europas war. Und Bosnien war zwar schon unabhängig, aber hatte gar keine Armee. Also in einer Situation, wo ein Angriffskrieg ist und eine riesige Militärmacht gegen Menschen kämpft, die nicht mal ein Militär haben, und dann wird noch gesagt, ihr dürft auch keine Waffen kaufen. Ja. Das ist für uns sehr bitter, heute zu sehen, wie anders es ist bei der Ukraine. Ja, ich glaube, über diese Strukturähnlichkeit und die Folgen kommen wir gleich zu sprechen. Aber zunächst einmal müssen wir doch feststellen, 30 Jahre sind es tatsächlich vergangen nach der Belagerung der Stadt Sarajevo. Und ich habe den Eindruck, gerade weil wir gerade im Kontext des Ukraine-Krieges immer wieder hören mussten, dass es der erste Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg sei, dass der Balkankrieg, die Belagerung Sarajevos, doch zu einem, sagen wir, vergessenen Krieg gehört. Daher wäre es vielleicht wichtig, am Anfang eine historische Einordnung vorzunehmen. Herr Robelli, Sie stammen selbst aus dem Kosovo, leben aber schon lange in der Schweiz, sind journalistisch tätig, unter anderem auch für die Tagesanzeiger. Mögen Sie uns erzählen in Kürze, was ist genau dort passiert? Kurz kann man sagen, dass nach dem Tod des jugoslawischen Führers Josip Broz Tito Anfang der 80er Jahre, 1980, dann zu ethnischen Spannungen im ganzen Land gekommen ist. Die nationalistischen Kräfte sind viel stärker geworden, die Wirtschaftslage ist viel schlimmer geworden. Jugoslawien war ein hochverschuldeter Staat. Und so haben dann die Nationalisten die Oberhand gewonnen, und zwar auf verschiedenen Seiten, aber natürlich vor allem auf der serbischen Seite. Und es gab überhaupt keine Einigung zwischen den politischen Führern. So hat man dann die jugoslawische Armee eigentlich zu einer serbischen Armee umgewandelt. Diese Armee hat dann die Nachbarsvölker angegriffen. Und das Ganze ist dann eskaliert Anfang April 1992, als Sarajevo
belagert wurde, da sind Tausende von Menschen auf die Straße gegangen haben, eigentlich gegen diesen Krieg, gegen diesen angekündigten Krieg protestiert. Es hat leider nichts gebracht, weil die nationalistischen Kräfte sehr, sehr stark waren, vor allem auf der serbischen Seite. Und so hat dann die Belagerung Sarajevos begonnen mit fatalen Folgen. Also es ist die längste Belagerung eines Staates in der modernen Geschichte, 1425 Tage mit, Sie haben es gesagt, mit 11.000 Toten, darunter 1.600 Kinder, mit unglaublich viel zerstörten Gebäuden. Man hat eigentlich versucht, die Seele dieser Stadt zu vernichten. Und man muss ein bisschen auch resigniert auch sagen, ein bisschen ist es den Nationalisten auch gelungen, die Seele Sarajevos so weit zu zerstören und die ethnische Entflechtung zu bewerkstelligen. Also das ist mehrheitlich leider gelungen. Also Sarajevo ist heute nicht mehr die multiethnische Stadt, die es in den 80er Jahren war. Ja. Darauf können wir gleich zu sprechen. Die Erfahrung, die sehr verflechtet ist und viele Konflikte ihn zusammenführt, ist auch etwas, was natürlich auch existenziell die Menschen auch betroffen hat. Ich meine, sie waren selbst damals in Bosnien, sie sind dort geboren als Kind und mussten mit ihrer Familie dann auch den Krieg erleben und von dort aus auch flüchten. Haben Sie noch Erinnerungen, wie Sie damals den Krieg erlebt haben? Ja, natürlich. Also selbst wenn man sehr klein ist, das sind einfach Sachen, die sich einprägen. Und es ist etwas, worüber man nicht so sehr nachdenken möchte, weil es so schmerzhaft ist. So dass ich erst vor ein paar Jahren eigentlich die Realisation hatte, ich bin gar nicht vor einem Krieg geflüchtet, sondern vor einem Genozid. Weil, wie ich ja schon gerade sagte, Bosnien hatte gar keine Armee. Wer wurde denn da bekämpft? Wer hat sich bekämpft, als ich flüchten musste? Das war nur pures Gemetzel. In meiner Stadt hat niemand, keine einzige bosniakische oder muslimische. Wie alt waren Sie damals? 2 Jahre alt. Am Anfang. Und dann natürlich ging es noch 4 Jahre weiter. Und die Nachkriegszeit war ja auch nicht viel besser. Ich kann mich erinnern, ich bin in einer sehr besonderen Nachbarschaft aufgewachsen, Grbavica. Und das ist ein Teil Sarajevos, der nicht mal belagert war, sondern okkupiert. Da war die serbische Armee drin. Und die Menschen durften zum Beispiel ihre Wohnungen nicht abschließen. Also wir wissen, das UNO-Tribunal hat ja festgelegt, dass es in Bosnien Konzentrationslager, Vergewaltigungslager und Vernichtungslager gab. Für Grbavica sagen wir, obwohl das eigentlich eine Nachbarschaft ist, wir sagen, das war so ein Open-Air-Konzentrationslager. Die Menschen waren zwar in ihren Wohnungen, aber waren komplett dem Terror der serbischen Nationalisten ausgesetzt. Ja. Das sind natürlich Erfahrungen, die Sie als Kind nicht hätten machen können. Sie nehmen kindlich alles wahr und das ist, Sie haben es beschrieben, Chaos, Gemetzel, Flucht. Sie hingegen waren während des Krieges auch im Kosovo ja nicht dort, sondern hier in der Schweiz. Wie haben Sie eigentlich den Krieg erlebt? Vor allem als Journalist, als Beobachter, nicht als Akteur. Und da bin ich sehr froh darüber. Natürlich ist man nicht gegenüber einem Krieg nie unbeteiligt, auch jetzt in der Ukraine. Das nimmt uns mit, da spielen Emotionen mit, auch wenn man dann in der Region noch Verwandte hat. Das ist natürlich schwierig, mit dieser Situation umzugehen. Ich bin froh, dass natürlich 1999 die westliche Gemeinschaft im Unterschied zu Bosnien im Falle Kosovos dann nach einem Jahr Krieg in Kosovo, dann die NATO interveniert hat und dem Krieg, dem Gemetzel in Kosovo ein Ende gesetzt hat. Aber mit einer UNO, mit einer NATO-Intervention oder mit einer westlichen Intervention endet ja der Krieg nie. Das geht dann weiter, weil die Gesellschaft sich ja neu organisieren muss, sich neu sortieren muss. Und das sieht man auch in Bosnien, auch in Kosovo. Lass uns vielleicht auch in einer Karte genauer uns das anschauen, weil das Ganze natürlich auch, wie gesagt, zu dem vergessenen Krieg gehört auch eine bestimmte Rhetorik meines Erachtens, nämlich das Ganze als einen Balkankrieg zu bezeichnen. Dann ist das zumindest nicht ganz europäisch. Insofern vielleicht an der Karte selbst. Also das heißt, wir sehen ja einen Vielvölkerstaat. Kosovo ist mittendrin.
und auch betroffen. Und Sie, stelle ich mir vor, sind in der Schweiz, sind journalistisch tätig. Aber was ich Ihnen nicht abnehme, dass Sie nur journalistisch das Ganze beobachten. Das muss Sie doch auch betroffen haben. Ja gut, es betrifft uns natürlich auch, was den Menschen jetzt in Mariupol geschieht, in Kiew. Und das ist natürlich schon, wenn man eine Herkunft hat, dann interessiert man sich natürlich noch mehr für eine gewisse Region. Aber ich bin hier aufgewachsen und ich war schon damals journalistisch tätig. Aber klar, das lässt einen nie kalt. Ja klar, und vor allem die Schweiz hat ja auch eine besondere Rolle in diesem ganzen Spiel auch, in diesem ganzen perfiden Spiel sind Flüchtlinge, die nicht nur nach Deutschland, sondern auch in die Schweiz kommen. Und für die, sagen wir, etwas jüngere Generation ist das auch die erste Erfahrung mit Menschen, die vom Krieg gezeichnet sind. Sie sind Teil der Schweizer Kultur und Identität heute. Die Fußballnationalmannschaft der Schweiz kann man sich kaum vorstellen, ohne die Menschen, die auch aus dieser Region eigentlich stammen. Insofern geht es uns auch in der Schweiz, dieser Konflikt, doch etwas an. Ja, klar. Allerdings muss man sagen, dass während des Kosovo-Krieges die Schweiz 50.000 kosovo-albanische Flüchtlinge aufgenommen hat und die sind nach dem Krieg dann zurückgegangen. Das wird dann in der Schweiz immer wieder auch vergessen. Aber es gab natürlich, das ist die ganze Gastarbeitergeneration der 60er und 70er Jahre, die sind dann da geblieben. Das ist schon so und heute leben etwa 200.000 Kosovo-Albaner oder kosovo-albanischstämmige Menschen in der Schweiz. Insgesamt aus dem ganzen Balkan vermutlich etwa eine halbe Million. Ja, das ist enorm. Das ist enorm. Sie sind damals nach Deutschland geflüchtet. Wie haben Sie diese Flucht wahrgenommen? Sie sind noch sehr jung mit Ihrer Familie, wissen nicht wirklich, wo es hingeht und kommen in einem Dorf in Deutschland an. Ja, also es war erstmal so eine Zickzackflucht quer durch Europa und dann waren wir eigentlich ganz froh, als wir in diesen Containern untergebracht wurden, weil alles, was wir davor hatten, war viel schlimmer. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass wir 9 Menschen in so 2 Containern waren. Die waren ungefähr so vielleicht 15 Quadratmeter zusammen. Und dann wir 9. Dann wollte uns jemand einen Spiegel schenken, so als Hilfe, weil wir da natürlich nichts hatten. Meine Tante meinte so, nein, dann werden wir ja noch doppelt so viele. Und es war eigentlich eine relativ okaye Zeit, weil natürlich aus heutiger Perspektive denken Menschen, dass es Flüchtlingen grausam geht. Und das ist ja auch so. Aber für uns das größte Problem war, dass wir wussten, dass es unseren Familien noch schlimmer geht. Dass wir uns so sehr, so viele Sorgen gemacht haben. Und die Stadt, in der ein großer Teil meiner Familie war, weil die waren ja dann Binnenflüchtlinge, weil in meiner Stadt niemand überlebt hat, da war auch eine riesige Hungersnot. Und ich habe jetzt noch Schuldgefühle, Survivor's Guilt, dass ich eigentlich immer zu essen hatte, während meine Familie fast gestorben war, alle Zähne rausgefallen, sie haben Gras gegessen teilweise. Das sind alles Dinge, die heute vergessen sind. Der gesamte Krieg in Bosnien und der gesamte Genozid werden auf Sarajevo und Srebrenica reduziert, obwohl es im ganzen Land grausam war. Ja, ein Augenblick aus einem Film, den Sie selbst gemacht haben über die Kinder des Krieges oder Kriegskinder aus Bosnien, geht mir nicht aus dem Kopf. Sie stehen in diesem Dorf, in dem Sie ja damals sehr geflüchtet waren, sehen zum ersten Mal die Menschen, die Nachbarn, die sie damals herzlich auch aufgenommen haben. Nach einem geselligen Gesprächen stehen sie da und plötzlich sind sie unglaublich gerührt. Als wäre der ganze Schmerz in ihnen wiedergekehrt. Und ich saß da und musste für einen Augenblick wirklich tief einatmen. Was hat Sie genau gerührt? Ach, es ist, eigentlich ist es so ein Dauergerührtsein. Also immer, wenn ich über diese Themen nachdenke, nicht nur in diesem Moment, immer ist es sehr schwierig. Und in dem Moment, es war einfach so eine Welle von Gefühlen, von eigentlich ist es ja ein schöner Ort und die Sonne scheint und guck mal, wie schön wir es damals hatten.
Und dann so Schuldgefühle, dass es meiner Familie anders ging. Und auch heute, natürlich möchte ich Flüchtlingen helfen aus anderen Ländern und das mache ich auch. Aber ich finde es manchmal problematisch, dass wir die Menschen in den Kriegszonen vergessen. Dass so viel der Hilfe an Menschen geht, die es eigentlich relativ, obwohl das natürlich auch hart ist, relativ gut haben. Und das war in Bosnien auch so, als wir dann zurückgekehrt sind, wurden wir nicht mit offenen Armen empfangen. Es gab einen großen Hass auf Flüchtlinge, sogar auf die Kinder, nach dem Motto, ihr seid Deserteure, ihr habt uns allein gelassen. Also war man irgendwie nie so richtig dazugehörig. Klar. Man, zu dem Konflikt gehört auch, dass es eine komplexe Angelegenheit ist. Wir reden von ethnischen Fragen, wir reden aber auch von religiösen Fragen. Welche Rolle spielte dort die Religion? Ich glaube, die Religion wurde vor allem von der serbischen Seite missbraucht, um die bosnischen Muslime zu attackieren. Ich kenne keine Gesellschaft, muslimische Gesellschaft in Europa, die toleranter war als die bosnisch-muslimische Gesellschaft. Natürlich gab es im Krieg Versuche, die bosnischen Muslime auch von auswärtigen Kräften da zu radikalisieren. Das ist aber nicht gelungen. Die politische Führung der bosnischen Muslime war auch während des Krieges säkular, proeuropäisch orientiert. Auch nach dem Krieg gab es Versuche natürlich von auswärts, aber kann man auch sagen, es gibt auch Versuche von verschiedenen, also von der russisch-orthodoxen Kirche natürlich auch Einfluss zu nehmen. Also das wird dann gerne auch verschwiegen. So gesehen finde ich einen unglaublichen Verlust eigentlich, dass dieser Krieg auch mitgebracht hat, nicht nur dass diese multiethnische Gesellschaft im Großen und Ganzen nicht mehr existiert, sondern dass da auch zwischen den Menschen sehr viele Brücken zerstört worden sind, zwischen Muslimen, christlichen Serben, römisch-katholischen Kroaten. Und das setzt sich leider fort, auch heute. Natürlich sind die Gesellschaften oder diese drei Volksgruppen nach dem Krieg religiöser geworden, weil die Klammer, die das Ganze ja zusammengehalten hat, der jugoslawische Kommunismus, die Parole von der Brüderlichkeit und Einheit, die gibt es nicht mehr. Natürlich war das auch ein bisschen verlogen und man hat auch verschwiegen, dass im Zweiten Weltkrieg natürlich neben dem heldenhaften Kampf der Partisanen gegen die Nazis auch einen innerjugoslawischen Bürgerkrieg gab. Aber diese Parole hat natürlich schon, und die ganze Propaganda der Kommunistischen Partei hat natürlich gewisse Debatten unterdrückt und man hat sich damit abgefunden. Was war eigentlich das identifikatorische Element von diesem Vielvölkerstaat, dass sie alles so Einheit auch gebracht hat? Ja klar, die ganze jugoslawische Idee, die südslawische Idee, es sind ja am Schluss alle südslawische Völker. Ein Bosnier braucht in Belgrad keinen Übersetzer, um mit einem Serben zu sprechen, ein Kroate auch nicht, obwohl sich nach dem Krieg also jeder behauptete, hätte jetzt eine eigene Sprache. Natürlich auch die Grundidee, als Jugoslawien 1918, das erste Jugoslawien, gegründet wurde. Sehr viele Völker, also die Slowenen, die Kroaten oder die Elite, ein Teil der Elite, die wollten weg von der K&K-Monarchie, von der Donaumonarchie und haben eigentlich die jugoslawische Idee unterstützt. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, es war nur eine serbische Idee, einen jugoslawischen Staat zu gründen, um in Jugoslawien zu dominieren. Also da gab es natürlich durchaus Kräfte auch in den anderen, also bei anderen Völkern, um Jugoslawien zu gründen. Ja, ja. Das Problem ist, dass es später eigentlich zu einem Großserbien unter dem Namen Jugoslawien wurde, weil ich meine, allein schon der Name Jugoslawien, Albaner sind keine Slawen, die meisten jüdischen Menschen auf diesen Gebieten sind keine Slawen, Roma sind keine Slawen. Und dann, das ist jetzt eine lange Geschichte, in der Kosovo eigentlich eine Hauptrolle spielt, wie da die Menschen unterdrückt wurden. Aber dann hat Milosevic die Hälfte der Macht im Land gehabt. Also es gab 8 Stimmen im Präsidium Jugoslawiens nach Tito und er hat 4 kontrolliert, dadurch, dass er Kosovos und Vojvodinas Stimme gestohlen hat und die serbische hatte und in Montenegro jemanden installiert hat.
Und dann musste das auseinanderfallen. Slowenien hat zuerst gesagt, wir können nicht in einem Land leben, das sagt, wir sind Vielvölkerstadt, aber ein serbischer Nationalist entscheidet die Hälfte. Und diese Idee von Großserbien, die zieht sich ja schon jahrhundertelang. Da gibt es Dokumente, in denen gesagt wird, ja, wir werden zum Beispiel die Hälfte der Kroaten töten, die andere Hälfte vertreiben, die Albaner alle töten, Bosniaken auch alle töten und so weiter und so fort. Die hatten das numerisch durchgerechnet alles. Also es ist eine lange Geschichte, die leider auch vergessen ist. Ja. Ich will noch einmal zurückkommen auf die ganze Geschichte, die nicht aufgearbeitet wurde und so, da spielt der Zweite Weltkrieg natürlich auch eine Rolle. Und da muss man sagen, dass natürlich in Kroatien, es gab ja eine Marionettenregierung, eine nazifreundliche Regierung, die hat im Zweiten Weltkrieg tausende Serben ermordet. Und diese Geschichte wurde leider auch nicht aufgearbeitet. Damit will ich überhaupt nicht den serbischen Nationalismus kleinreden. Das war natürlich eine Katastrophe, und dafür hat Serbien auch einen Preis bezahlt nach dem, in all diesen Kriegen. Also wenn man heute sieht, zum Beispiel, die Serben stellten 12%, etwa 12% der Bevölkerung in Kroatien, und mittlerweile ist das ja reduziert auf 3-4%, weil die meisten dann flüchten mussten, nachdem die kroatische Armee die serbisch besetzten Gebiete zurückerobert hat. Viele wurden auch vertrieben. Also es ist natürlich am Schluss spielen kriegerische Abenteuer eine fatale Rolle für alle Gesellschaften. Aber man muss sagen, zum Beispiel in Bosnien, das darf man nicht vergessen, 80% der Opfer sind bosnische Muslime. Wenn man so aus westlicher Bequemlichkeit einfach so von einem Bürgerkrieg spricht, das bedeutet ja, dass alle irgendwie in alle Richtungen geschossen haben. Jeder hat auf den anderen, also den anderen angegriffen. Das ist leider, oder das ist nicht so. Es ist einfach, es entspricht nicht den historischen Tatsachen. Genau. Ja, in der Tat. Ich meine, so dem gehört auch, wenn wir über die Gegenwart jetzt auch sprechen, wo Sie auch jetzt eine Eindeutung gemacht haben. Es scheint so, als hätte sich Sarajevo dann auch in gewisser Weise auch grundlegend verändert. Es ist nicht mehr dieser multiethnische, was für ein Sarajevo haben Sie eigentlich wiedergefunden, als Sie wieder zurückgekehrt sind, abgeschoben wurden? Naja, also das Sarajevo, ich war in der Nachbarschaft, wo die serbische Armee war, da wurde vor dem Rückzug, haben die alles verbrannt, haben sie alles vermint. Wir haben in unserer Wohnung im Schlafzimmer zwei Bomben gefunden und das war keine wichtige Wohnung. Die haben einfach versucht, irgendwen zu töten. Auf dem Spielplatz meiner Grundschule, da waren 9 Minen versteckt, gezielt, um Kinder zu töten. Wir hatten als Schulfach Landminensicherheit, weil wir das haben mussten. Ich habe heute immer noch so ein komisches Gefühl, wenn ich über Gras laufe, weil ich gelernt habe, einfach als Kind immer auf Beton zu laufen, immer geradeaus, nichts hochzuheben und so weiter. Also es war eine Katastrophe. Wir hatten aber auch serbische Nachbarn, die dort geblieben sind. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil immer wird so geredet von, ja, die haben alle gegeneinander gekämpft und so weiter. Da möchte ich dem Kollegen zustimmen. Es ist eigentlich für mich gar nicht so komplex. Es ist einfach eine Frage von Faschismus und Antifaschismus. Denn die bosnische Armee, das war eine multiethnische, multireligiöse Armee, mitgeführt von einem katholischen General, der sogar in einer christdemokratischen Partei aktiv war, und von einem serbischen General, der eigentlich in Belgrad geboren war, nach Bosnien kam, um die Leute anzugreifen. Aber als er sah, dass da ein Vernichtungskrieg geführt wird, dass da ein Genozid passiert, ist er desertiert und hat die bosnische Armee erst mitgegründet. Und deshalb, es gibt so einen guten Tweet, den ich mal gesehen habe zu dem Thema Versöhnung. Wie können wir uns alle versöhnen und so weiter. Und da hat jemand geschrieben, es gibt keine Versöhnung. Weil mit denjenigen Serben, die den Genozid leugnen oder verharmlosen, werde ich mich nie versöhnen. Und mit denjenigen Serben, die ihn nicht leugnen oder verharmlosen, mit denen habe ich absolut kein Problem. Also was gibt es da zu versöhnen? Aber das Problem ist leider. Ich frage mich, ob gibt es auch andere Perspektiven darauf, wie wird das Ganze serbisch gedeutet, damit wir nicht sozusagen einseitig das Ganze betrachten. Sie haben auch Kontakt sicherlich auch mit denen.
Oder ja, ist das nicht sagbar, weil wir entweder mit denen zu tun haben, die ohnehin so denken wie Sie, und die anderen, die nicht so denken, mit denen reden Sie ohnehin nicht. Empfinden Sie Hass Ihnen gegenüber? Also gegenüber Genozidleugnern natürlich. Das gilt nicht nur für serbische Genozidleugner, das gilt auch für Leute, die den Holocaust leugnen oder den Genozid in Ruanda oder Leute, die einfach rassistisch sind und so weiter. Mhm. Das hat in einer modernen Gesellschaft keinen Platz. Und Leute, die das nicht machen, mit denen habe ich natürlich kein Problem. Das Ding ist leider, dass laut Studien, laut Forschungen, 87% der Serben in Bosnien den Genozid leugnen. Sie sagen, dass Mladic, der verurteilte Völkermörder Mladic, kein Verbrecher war. 87% sagen, dass er kein Verbrecher war. Und von den mickrigen 13%, die bleiben, sagen bestimmt viele, okay, er war ein Verbrecher, aber er war kein Völkermörder. Und so weiter und so fort. Also da bleibt nur eine kleine Prozentzahl von Menschen. Was heißt das eigentlich für das Zusammenleben heute dort? Meinen Sie, dass 30 Jahre noch so wenig sind, dass so etwas wie Versöhnung, gemeinsames Wiederaufbauen, neue Erinnerungen schaffen, noch ermöglicht wird? Ich glaube, bei allen Volksgruppen dominieren die national denkenden Parteien. Es ist natürlich sehr schlimm, den Genozid zu leugnen. Aber es wird eigentlich mit der Geschichte auch ein politisches Geschäft gemacht. Man sieht es jedes Mal vor den Wahlen, und Bosnien steht jetzt vor den Wahlen im Herbst, da versuchen national denkende Politiker eigentlich diese Narrative hochzuschaukeln, um die eigene Klientel zu mobilisieren, damit sie dann bei den Wahlen auch für diese national orientierten Parteien auch stimmen. So können sie natürlich die Macht behalten. Und das Spiel dauert jetzt wirklich seit dem Ende des Bosnienkrieges, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt natürlich kleine Oasen, Widerstandsnester, zum Beispiel in der Altstadt von Sarajevo, wo die mehrheitlich muslimischen Bürgerinnen und Bürger einen Serben als Bürgermeister gewählt haben. Es gibt kleine Kulturinstitutionen, Kriegstheater in Sarajevo, wo bosnisch-muslimische Schauspieler, kroatische Schauspieler und serbische Schauspieler zusammenspielen. Das sind dann erfreuliche Entwicklungen. Aber ich glaube, was politisch in Bosnien geschieht, es ist auf allen Seiten unverantwortlich, wie sie zum Teil mit der Vergangenheit umgehen. Man will ja keine Aufarbeitung, sondern man will eigentlich nur die eigenen Opfer oder das eigene Narrativ hervorheben, um die anderen zu erniedrigen. Und hier ist natürlich die serbische Seite federführend, weil sie natürlich während des Krieges die meisten Mittel hatten, um die anderen Völker zu unterdrücken. Ja. Ich habe, weil Sie das Wort Versöhnung ausgesprochen haben, war das eine gewisse Unwohl in Ihnen zu hören. Ich frage mich auch, Sie sind auch gläubige Muslime. Ich will Sie jetzt nicht so Bekenntnisse verführen, aber was macht das mit Ihrem Glauben? Wir reden von Srebrenica. 8000 Menschen mindestens wurden ermordet, unschuldige Menschen. Glauben Sie wirklich noch an einen Gott, der sich den Namen Frieden gegeben hat, wie es ja auch im Koran 59,23 heißt? Und ist alles gut? Wir glauben jetzt erst recht an einen Gott. Weil, das sage ich immer wieder, es geht ja nicht nur um Srebrenica. Das wird so ein bisschen hervorgehoben, weil es am Ende des Krieges war, damit man verschweigen kann, dass man die ersten 4 Jahre nichts gemacht hat. Aber in Bosnien gab es schon seit Anfang des Krieges Konzentrationslager, Vernichtungslager, Vergewaltigungslager, weil wir waren ja gar keine Menschen für die serbischen Nationalisten. Wir waren genetisch entstelltes Material. Und um dieses genetisch entstellte Material zu säubern, mussten bosniakische Frauen, also bosnische Muslimas, vergewaltigt werden, zwangsgeschwängert werden, um durch serbisches Blut gereinigt zu werden. Und so weiter und so fort. Aber Sie zählen gerade Sachen auf, die gerade den Glauben schwer machen müssen. Nein, weil das Ding ist, nach all diesen schlimmen Sachen, es wurden ja die federführenden serbischen Nationalisten so ein bisschen bestraft, sitzen in Den Haag und so weiter. Aber was ist mit all den Zehntausenden Leuten, die das gemacht haben, die
die Menschen erschossen haben und so weiter. Das Einzige, was uns bleibt, ist Glauben. Denn es gibt so viele Menschen in Bosnien, auch eine meiner besten Schulfreundinnen, die leben sofort neben den Menschen, die verantwortlich sind für den Tod ihrer Familienmitglieder. Sie sehen sie jeden Tag. Ich muss Sie unterbrechen, weil wir noch viel mehr miteinander diskutieren sollten, aber die Zeit ein Ende hat. Lassen Sie mich ganz schnell die letzte Frage stellen. Sie sind beide, und ich habe mich gefragt, was fasziniert mich an den beiden? Was ist das Verbindende von Ihnen? Das ist bestimmt nicht der Balkan, das ist nicht die Sprache, die Sie verbindet, auch nicht die religiöse Zugehörigkeit, sondern Ihr unermüdliche Haltung, weiterhin über den Krieg zu schreiben, gegen den Krieg zu schreiben, den Konflikt nicht loszulassen. Aber wieso tun Sie das? Wieso lassen Sie nicht vom Krieg ab? Ja, weil das ist ja, wie Abdullah Sidran, einer unserer großen Poeten, sagte, unsere Vergangenheit ist nicht vergangen. Es prägt immer noch unser Leben. Wenn ich zum Beispiel, ich pendle ja immer zwischen Deutschland und Bosnien, wenn ich sehe, dass in Deutschland dieses Alle-Seiten-Narrativ herrscht, wo wir wissen, dass 95% aller schweren Kriegsverbrechen von der serbischen Seite begangen wurden, 4% von der kroatischen, 1% aller anderen zusammengezählt. Und dann wird uns irgendwas von allen Seiten verkauft. Das kann ich nicht so stehen lassen, weil es ist auch eine Gefahr für heute serbischer Nationalismus. Ganz kurze Antwort von Ihnen. Ich glaube, die Menschen haben es verdient, gehört zu werden. Und das ist eigentlich die Hauptmotivation für mich, auch wenn ich zum Beispiel an Jahrestagen dann in Srebrenica bin. Und man sieht dann, es ist immer spannend zu sehen, welche Autos, mit welchen Autokennzeichen da herumfahren in Srebrenica. Da kommen Menschen aus ganz Europa, die sind verstreut in ganz Europa und die kommen nur für diesen Tag. Das ist ein Tag, wo so ein bisschen Würde zurückkehrt, wo sie eigentlich die Knochen der Opfer, der Familienmitglieder zusammensammeln können und beerdigen in einer würdigen Zeremonie. Und für mich war das immer ergreifend zu sehen, dass da überhaupt keine Hassparolen ausgestoßen wurden. Und das begründet, warum Sie weiterhin vom Krieg nicht ablassen. Haben Sie vielen Dank für das erhellende und wichtige Gespräch. Nächste Woche begrüßt Sie Olivia Röhlin im Haus der Religionen in Bern. In der Streitfrage geht es um die erweiterte Widerspruchslösung, also um die Frage, sollen Menschen, die sich nie konkret dazu geäußert haben und deren Verwandte einverstanden sind, automatisch zu potenziellen Organspenderinnen und Spendern werden? Ihnen einen nachdenklichen Sonntag.